Caution. Hey Leute, was geht? Für uns dann herzlich willkommen zu einem weiteren Pack-Opening zu FIFA 22. Ja, schon wieder ein Pack-Opening, aber ihr wisst, ich brauche einfach Münzen. Wir haben in letzter Zeit richtig geil gezogen, wir haben übertrieben viele Münzen gemacht. Ich habe wieder viele, viele Millionen auf dem Konto, da geht aber noch ein bisschen mehr. Und nach diesem Pack-Opening heute hier werden wir auf jeden Fall ready sein, langsam wieder Discard-Formate aufzunehmen. Wir haben ja jetzt schon über eine Woche keine Discard-Formate mehr gemacht, obwohl ich sonst alle zwei Tage eins rausgehauen habe. Ich habe die ganze Zeit anderen Content gebracht, weil einfach die Münzen nicht vorhanden waren. Aber das Pack-Luck, das ist mit uns und deswegen haben wir langsam wieder Münzen auf dem Konto. Das heißt, die beliebten Discard-Formate werden die nächsten Tage auch wieder erscheinen. Und ich hoffe, da werde ich jetzt diesmal nicht auseinandergenommen und muss direkt wieder meine teuersten Spieler discarden. Da werde ich richtig eklig sein, da werde ich sowas von kämpfen und darauf achten, dass ich demnächst nichts Teures abgeben muss. Also da werde ich ein richtig ekliger Gegenspieler sein für alle, die sich auf die Discard-Formate einlassen. Auf jeden Fall heute wieder ein sehr, sehr geiles Pack-Opening. Wir haben nice Special-Cards, teure Spieler, alles drum und dran gezogen. Alles war dabei. Am Anfang meinen ersten Packs nicht wundern, da war ich noch im Discord, weil wir eine Challenge gemacht haben mit Edi, Moaba und Co. Und dann bei den anderen Packs später sitze ich dann quasi alleine und mache die Sets auf. Lasst gerne einen Daumen nach oben da für dieses Pack-Opening, dafür, dass wir wieder gute Münzen gemacht haben. Und abonniert gerne den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Viel Spaß. Ja, ich bin gut, alle ziehen Packs. Edi ist auf Instagram. Okay, Road to the Final nehme ich mit. Navas, nice, erster Punkt. Nice. Aber hey, er bewirbt den Kunden und das Gewinnspiel, alles gut. Der Mann hat auch für die Kunden. Okay, das ist stark. Das ist sehr, sehr stark. ich hätte 40 Minuten drauf. Das war so unfair, Digga. Unfair. Let's go. Hey. Okay, ja, komm langsam. Ja, L2? Ja, das wurde in mehreren Chats schon geschrieben. Hat er schon was Gutes gezogen, ja. Jetzt nichts, was uns steinreich gemacht hat. Aber schon ein paar Sachen, die in Ordnung waren. So ein Kimpembe. Ja, der kostet 70k. Besser als... Ich könnte 7 Walkouts hier in diesem Pack haben. Die wären weniger wert, wenn es die schlechten sind, als der Bre. Das können wir noch aufmachen, schnell. Da ist wahrscheinlich auch nichts drin, weil wir Puskas auch aus so einem Pack gezogen haben und normalerweise nichts drin ist im Verteidiger. Ah, come on. Schade! 86, wir haben das getippt. Die würden Stand jetzt richtig liegen. Come on, auf jeden Fall. Nicht so krass viel wert, aber ist in Ordnung. Win route to the knockout, Hero oder Icon, irgendwas in diese Richtung. Let's go! Ich habe ein gutes Gefühl, das wird was. Kante! Oh shit! Das ist nice. Boah, 90 war sogar, glaube ich, das höchste, was so im Chat geschrieben wurde. Und die Leute, die 90 gesagt haben, die lagen auf jeden Fall richtig. Kante ist big. Big win. Mal gucken, was noch dahinter ist. Noch ein paar Icons und so. Kante, wie viel ist er wert? Oh mein Gott! Mehr als ich gedacht hätte. Der gehört jetzt zu den 5 wertvollsten, die es gibt. What the fuck? Ich dachte, der wäre auch schon gedroppt, chillt so bei 300k oder so. Nee, der kostet eine 500.000. Alter, das ist ja geisteskrank. Das ist ja überheftig. Kante, ich küsse doch deine Augenbrauen. Was passiert hier? Noch viel besser, als ich gedacht hätte. Lol. Nice. Kante, geiler Typ, ab in meinem Verein. Das Ding ist halt, jetzt in dem 100k-Pack wird wahrscheinlich nicht mal ein Walkout sein. Weil Back-to-Back was krass ist, das wird zu krass, oder? Yeah, das wird zu krass bestimmt. Neuer, nee, Groß, Back-to-Back aber Walkouts und Back-to-Back alle Flammen, die gleichzeitig kamen. Toni Groß, okay, der ist jetzt nicht so geisteskrank, aber trotzdem. Also mit diesen beiden 100k-Sets bin ich natürlich mehr als zufrieden, das ist doch logisch. Das ist doch klar. Tapsoba, auch noch dahinter. Digga, wie big waren diese beiden 100k-Sets? Das hat uns ja auch jetzt nicht ganz 100k wiedergebracht, aber geht schon in die Richtung. Heftig. Stark, Mann. Da hätte ich schon lieber Tapsoba anzeigen sollen. Hätte ich sogar noch mal cooler gefunden. Aber das waren ja richtig starke Sets. Dankeschön. Danke. Nehme ich mit. Danke. So, wir haben sehr geile Spieler gezogen. Wir haben gut Coins gemacht auf meinem PlayStation-Account. Und ich dachte danach, ich gehe noch auf meinen Xbox-Account, weil ich habe auf der Xbox noch 200.000 FIFA-Points rumliegen einfach.
Was ein bisschen bitter ist, die wollte ich eigentlich alle letztes Jahr beim letzten FIFA und Team of the Year verziehen, aber man hat ja nicht genügend Packs abbekommen einfach, weil die da super wenige Packs rausgehauen haben. Dann hatte ich die Points die ganze Zeit rumliegen, hab die jetzt übertragen zum nächsten FIFA-Teil, aber jetzt spiele ich ja eigentlich gar nicht mehr auf der Xbox. Aber ich dachte, jetzt ist ein cooles Event und es gibt 50k-Packs und so, dann ziehe ich dort auch so ein bisschen und baue mir nebenher einfach so ein klein wenig meinen Xbox-Account auf, weil vielleicht könnte man den ja irgendwann noch gebrauchen. Und hier seht ihr jetzt die besten Packs davon. Und das ist quasi ein neuer Account, hier ist noch nichts passiert, keine Matches wurden gemacht, gar nichts. Da kann man schon Glück haben auf solchen Accounts. Ruben Dias, okay. Erster Walkout, den ich jemals auf einem Xbox-Account in FIFA 22 gezogen habe. Ist jetzt kein krasser. Aber Depay ist dabei. Theo ist dabei. Also, das sind auf jeden Fall Coins, die dieses Pack uns bringt. Erst recht, Theo hat einen sehr, sehr guten Wert. Das ist geil. Komm mal, von all den Sachen, die es gibt, will ich eine Hero-Karte haben. Ich habe alle anderen Animationen schon gesehen. Hero noch nie. Luis Suarez, einfach die Animation mit allen Flammen, wo man denkt, ja, Mann, ich habe den besten Spieler der Welt gezogen. Und dann ist es Suarez. Jetzt ist Pack von den Special Packs. Digga, was zur Hölle. Wobei, ich weiß nicht, ist er in diesem FIFA krass viel wert? Van Dijk! Der ist auch so big. Alter! High rated, viel wert, alles drum und dran. Cool, cool. Was sagt der? 200k fast. Ey, das ist so selten, dass man Walkouts ein geiles Spieler zieht, die so 100, 200, 300, 400k wert sind. Wir haben davon jetzt echt mehrere heute gezogen, obwohl wir nicht mal viele Packs aufgemacht haben. Das ist das Krasse. Wir haben gar nicht mal so viel heute gezogen. Aber es waren halt coole Packs. Er hat heute mal 50k-Packs und so in den Shop getan und andere Special Packs. Und direkt hat man wirklich richtig geile Sachen gezogen. Also das ist auch schon ein Big Pool. Der gehört auch zu, weiß nicht, den 8 besten Goldkarten, die es gibt oder so. Also da kannst du normalerweise tagelang am Stück ziehen. Sowas kommt gar nicht um die Ecke. Und hier jetzt heute, ja, kam davon schon ein bisschen was um die Ecke. Sehr, sehr nice. So, wir haben jetzt 250k-Packs, für die ich richtig geackert habe. Also wenn hier jetzt nichts kommt, tut das übelst weh. Weil ich habe ja gesagt, das ist quasi ein frischer Account von mir hier auf der Xbox. Da war nichts. Also ich konnte schwer die SBCs machen, musste alles kaufen. Dann hatte ich natürlich nicht die volle Chemie bei den ganzen SBCs, weil man ja Loyalität braucht, um die 100 zu erreichen. Dann musste ich jetzt jeweils 10 Games machen, die abbrechen, um die Loyalität zusammenzukriegen. Also ich saß hier echt gerade 45 Minuten für diese beiden Packs. Noch nie so geackert für Sets, weil ich gerade das Gefühl habe, hier läuft heute. Und hier kommt noch was, das wäre so traurig, wenn jetzt in beiden einfach kein Walkout kommt. Dann habe ich umsonst um mein Leben hier geackert. Also bitte, sehr big wäre das, wenn hier was kommt. Oh! Okay, Walkout ist direkt da. Leider hat man sehr früh gesehen, dass es Navas ist. Komisch, dass es ab und zu immer noch so ist, dass die Spieler direkt davor stehen. Irgendwie bei jedem Pack-Opening ist es bei einem Pack so, dass der Spieler direkt da ist. Was sie ja eigentlich aus dem Spiel rausgenommen haben. Eigentlich sollen erstmal die Flammen kommen, dann Flagge, dann Team, dann alles drum und dran. Und dann kommt langsam der Spieler raus. Aber nein, bei Navas, den hat man jetzt wieder direkt gesehen. Dann wusste man direkt. Ist nicht so mega wild, aber Double Walkout. Double Walkout, okay. Da würde ich sogar schon fast sagen, ja, bei dem Pack hat sich das Ackern ein bisschen gelohnt. Ein paar Münzen haben wir auf jeden Fall hiermit gemacht. Ist jetzt kein schlechtes Set. Ja, ja, ja. Aber ich sag mal so, beim anderen habe ich auch sehr geackert. Ich habe auch sehr geackert für dieses Pack. Bitte, 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 lass mich für das nicht umsonst geackert haben. Nochmal Walkout. Ist jetzt kein krasser, aber es sind drei Walkouts aus zwei Packs. Das ist keine schlechte Quote für so einen frischen Account, der gar keine Münzen hat. Also haben wir hier jetzt echt schon allein mit Van Dijk und Co. natürlich einiges an Coins gemacht. Und das heißt, auch hier kann man demnächst ein bisschen was mit diesem Account anstellen. Das ist cool. Das ist sehr, sehr, sehr cool. Was genau müssen wir uns noch überlegen, aber es ist trotzdem nice, einen zweiten Account mit ein paar Münzen drauf zu besitzen. Und das war's noch schon seit von dem Video. Auf beiden Accounts, sowohl auf der PlayStation als auch auf der Xbox, wurden geile Sachen gezogen. Und das, obwohl wir wirklich für nicht mal viel Geld geöffnet haben. Sonst macht man teilweise bei einem Video hier für 1000 Euro Packs auf. Wir haben für echt sehr, sehr wenig hier heute geöffnet. Und dafür waren die Sachen, die wir gezogen haben, sehr, sehr geil. Deswegen umso besser, für wenig Geld geile Sachen gezogen. Das ist gutes Packluck. EA hat gegönnt. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, dafür, dass wir jetzt wieder gut Coins auf dem Tacho haben. Das heißt, Discard-Formate werden demnächst wieder kommen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ich bin raus, macht's gut, bis dann, haut rein und ciao.